herzlich willkommen zu meinem nächsten Let's Play von World of Tanks. Mein Name ist Broken und ich spiele meinem Löwen. Wird in nächster Zeit öfters mal Premium-Fahrzeuge spielen. Ich brauche noch mal ein bisschen mehr Geld. Die nächsten Panzer gehen alle ein bisschen teuer. Der IS-7 ist teuer, Ferdinand oder Jagdpanther 2, der Tiger. Man braucht ein bisschen Schotter. Okay, unsere drei größten Gegner-Tanks. Der E-100, die IS-7 und E-50M. Dann haben sie noch einen T-62A, einen E-75, IS-8. Der T-54 im Doppelpack und als Adlerik GW Panther im Doppelpack. Ach Gott, ich glaube, hier kriegen wir mächtig eine rein. Oh, was haben wir dann hier noch? Wir haben den E-50M und den Jagdpanzer E-100. Das ist der hier, der neue. Das ist der E-50M. 10er. Begegnungsquest, gell? Ja. Ich mache immer das Snipermann. Ganz klarer Snipermann. Und der IS-7 schalten wir aus. Das wird hart. Wir haben zwar zwei 10er TDs und noch ein T95, aber da läuft schon eine riesige Materialschlacht. Oh scheiße, der 62A kommt durch. Wenn ich schon Schuss fällt, ne. Yeah. Und noch einer hat er gefangen. So gefällt mir das. Hol da noch eine. Oh, der 62er, wo steht der dann? Schöne Zehner weggemäht. Ach, Löwe, du bist eine Maschine! Hä? Ah, hab ich doch richtig gesehen, dass GW Panther weg ist. So, was sagt ihr da seid? Komm, ich geh dem mal helfen. Obwohl, oh, links bricht da einiges. Hinter den Jagdpanzer. Komm, da geh ich mal helfen. Schnell, gib Gas, Löwe! Hier, Turbolader! Schlecht aus, oder? Oh, nee, doch, dann aber gut was weggemümpelt. So, die stehen sehr kompakt, das ist gut. Da kann der Broken mitmümpeln. Sie starben, haben die alles claim geschossen. War mal eine schöne Runde. Also hier wahrscheinlich 15-4. Ja. Ja,
hat die doch noch was weggemümpelt. Die Idee ist doch, das sind ja ganz üble Geschosse, ey. Da muss man sich mal rinziehen. Okay, was haben wir dann hier als Ausbeute? 4 Schuss, 4 Treffer, 1 Treffer erhalten. Erfahrungspunkte mal 2. Wir haben 2144 Punkte. Credits 49.800 und Reparatur 1422 kostet uns das. Meisterschütze hat der Lujan mit dem T54. Okay, ich würde sagen, bis zur nächsten Runde. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Runde von World of Tanks. Diesmal spiele ich mit meinem halbwegs neuen M3 Lee. Habt ihr bisher noch nicht gesehen. Der Panzer gefällt mir überhaupt nicht wegen dem scheiß Turm. Der hat ja im Endeffekt keinen Turm, sondern nur da vorne dieses komische Teil an der Seite drauf montiert. Also, okay. Man braucht ja Gott sei Dank nicht so viele Punkte, aber ich weiß nicht, irgendwie die Waffe ist auch nicht so genau und alles ist für den Arsch. So, was haben wir dann hier wieder? El Haluf, ach du Kacke, schon wieder dieses Begegnungsgefecht. El Haluf. Naja. Da düsen wir mal, da gucken wir mal. Wie gesagt, ich wollte die Amis mal noch ein bisschen öfters spielen. Das tue ich jetzt auch, weil ich ja sonst die Amis eigentlich gar nicht gespielt habe. Ich habe die TDs ein bisschen gespielt, aber ich habe mich entschieden, definitiv die deutschen TDs jetzt nur noch zu spielen. Und deswegen habe ich mal gesagt, okay, da muss ich aber jetzt bei den Amis auch noch ein bisschen was machen. Was genau, weiß ich schon nicht. Ich kann mir auch relativ viel aussuchen. Also Arti werde ich die Deutschen spielen, TD die Deutschen und dann mal gucken. Bei den Russen wird wahrscheinlich mein erster Zehner kommen. Bei Amis muss ich halt mal, muss ich kicken. Würde ich eh nichts treffen hier. Deswegen saus ich mal. ODS. Das ist ein SAU-40. Was ist denn das jetzt? Ist das ein Premium oder was? Oh, da steht ein Panzer! Oh, ich kann nicht sehen! Ja, du hast hier echt so schlau hingestellt, Junge. Hä? Boah, Ami braucht keinen Fahrer. Kriegt halt eh nicht hin. Er hat so viele Leute da drin sitzen. Was machen die dann all da drin? Aber dass die SU mich erwischt hat. Da komm. Wir gehen nicht durch. Ich bin allein. Durch. Unser Fahrer wurde getötet. Schon wieder. Schon hier für Fahrerverschleiß. Was hat mich jetzt schon wieder getroffen? Guck dann der Fahrer. Ah, okay. Ich gleich wahrscheinlich schon wieder down. 3-7. Jawohl, Jungs. So macht das Spaß. So macht das Spaß. Richtig spaßiges Spiel ist das wieder. Oh, 4-8.
Aber jetzt haben sie mal zwei weggemümpelt. Bin ich froh, wenn ich der Panzer da los bin. Ey, der ist ja sowas von Krawall doof. Ja, Jungs, was geht denn ab hier vorne? Muss ich. Ich kann mir so nicht kommen. Ich habe keinen Fahrer. Ich kann mir fahren. Zweimal abgenippelt. Ich fahre mal hin herum. Wenn ich jetzt nicht kaputt geschossen werde, kann ich vielleicht hier noch was abschießen. Weil da unten ohne Fahrer, ich kann mich so da nichts mehr groß. Ich habe nur noch 23 Punkte. 8% Struktur, da bin ich wäsch. Jetzt haben wir auch gar keinen Panzer mehr da hinten stehen. Super. Ach, macht das einen Spaß. Ich weiß nicht, hier auf Ella Luft, das ist immer so fast überwiegend, kriege ich richtig bös einen reingezwiebelt. Da steht sogar eine Artillerie von denen dort. Da geht mir nicht ab. Hallo, geht mir nicht ab. Vor allem, ich bin, glaube ich, ganz selten auf der anderen Seite. Ich bin fast überwiegend hier auf der Seite. Im Begegnungsgefecht, das ist normal. Verloren. Das haben wir verloren. Jo. Shit. Oh Gott, was für ein scheiß Panzer. Okay, was haben wir dann hier? Wir haben 5 Schuss, 5 Treffer, immerhin. Also immer nicht schlecht. Ich habe 2 Amis kaputt geschossen. Okay, 3 Treffer erhalten, 322 Erfahrung, Credits 10.000, Reparatur 1.740. Ach Gott, ey, die Dome-Map ist so scheiße mit den Panzern hier. Mir macht das keinen Spaß. Macht euch die Map hier Spaß? Und ich komme immer nur auf die Seite beim Begegnungsgefecht. Naja, okay, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.